Sehr geehrte Frau Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrter Professor Seidel, sehr geehrter Herr Generalinspekteur Wieker, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages und der Hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrte Frau Generalkonsulin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die HSU ist nicht nur integraler Bestandteil der Hamburger Hochschullandschaft, was ich als Wissenschaftssenatorin natürlich besonders noch hervorheben werde. Sie ist eine feste Institution Hamburgs. Sie trägt als Einrichtung des Bundes wesentlich zur nationalen und zur internationalen Bedeutung der Stadt bei. In der Lehre beteiligt sich die Helmut-Schmidt-Universität zum Beispiel am Studiengang Hamburger Wirtschaftsingenieurwesen, einer Kooperation mit der Universität Hamburg und der Hochschule für angewandte Wissenschaften. In allen vier Fakultäten betreibt die Helmut-Schmidt-Universität bemerkenswerte Forschungsschwerpunkte. Auch hier unterhält sie fächer- und hochschulübergreifende Kooperationen. Unter anderem ist sie Teil des Luftfahrtclusters Hamburg, einem der ersten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgezeichneten Spitzencluster, auf das wir sehr stolz sind. Das Institut für Verfahrenstechnik ist Partner im Forschungscluster Biokatalyse 2021. Und hier werden biotechnologische Methoden für industrielle Produktionsverfahren entwickelt, die sogenannte weiße Biotechnologie. Und gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum Gestacht betreibt die HSU Werkstoffforschung. Hierbei ist das Institut für Werkstofftechnik auf dem Gebiet der sogenannten Kaltgasspritzen, einem speziellen Beschichtungsverfahren, weltweit führend. Und dann ist die Helmut-Schmidt-Universität beteiligt am Forschungsverbund Erneuerbare Energien, für uns in Hamburg ganz wesentlich. Ich freue mich sehr, dass die Helmut-Schmidt-Universität, Herr Professor Seidel, selbstverständlicher Teil der Hamburger Hochschullandschaft ist. Und ich kann Ihnen nur wünschen, dass Ihre Existenz nicht wieder in Frage gestellt wird. Hamburg tut es nicht. Danke. Sehr geehrte Frau Stapelfeld, vielen Dank für Ihr Grußwort und für Ihr klares Bekenntnis zur HSU als selbstverständlichen Teil der Hamburger Hochschullandschaft. Was fangen wir wiederum mit unserer Stärke an? Weiterentwicklung der Universität heißt Weiterentwicklung der Produktpalette. Kritische Wissenschaftler mögen mir diese Ausdrucksweise jetzt verzeihen. Und Entwicklung der Qualität. Ein Teil der Produktpalette in der Forschung hat Frau Stapelfeld bereits vorgestellt, übrigens zu meinem Erstaunen etwas techniklastig, deswegen wollte ich nur mal ganz kurz die Forschungsschwerpunkte Wissenspfade und Konfliktdynamiken, insbesondere bei den Geistes- und Sozialwissenschaften und wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich erwähnen und auch die Kooperation zwischen Psychologen und Volkswirten im Bereich Behavioral Economics. Die Lehre haben wir ebenfalls ausgebaut. Wir haben im letzten Jahr einen Studiengang Psychologie gestartet und wir entwickeln jetzt ein Weiterbildungsangebot zum Psychotherapeuten. Alle unsere Angebote sind auch für zivile Angehörige der Bundeswehr offen und wir werden uns weiter öffnen. Derzeit bauen wir ein Weiterbildungsinstitut auf. Die ersten Angebote sind bereits in sehr konkreter Planung.
Ich komme nun zur Qualität der Universität. Für die Entwicklung der Qualität gilt halt ganz einfach, eine Uni, die nicht an die Spitze will, bekommt auch nicht das entsprechende Personal. Gute Leute wollen sich halt einfach profilieren, nach den Kriterien ihres Fachs, und sie wollen Gestaltungsspielraum. Den muss man ihnen bieten. Die HSU hat eine für ihre Größe nahezu unglaubliche Fächervielfalt vorzuweisen. Mir erscheint es aberwitzig, nicht daran zu denken, diese Fächervielfalt als Standbein für die systematische Nutzbarmachung der Forschung für den Bund in verschiedenen Aufgabenbereichen, in sehr verschiedenen Aufgabenbereichen zu nutzen. Das scheint mir geradezu zwingend zu sein über Transferinstitute, über Wissenschaftstransfer. Sie sehen also, es gibt Zukunftswege. Welcher am besten funktioniert, sieht man am besten dadurch, dass man einfach losläuft. Wenn man selbst die Chance gehabt hat, an dieser Universität studieren zu dürfen, wenn man auch zweieinhalb Jahre Mitarbeiter der Universität war, dann ist man natürlich ein großer Fan. Und ich sage ganz offen, ich wäre wahrscheinlich nicht das heute geworden als Innen- und Sportsenator Hamburgs, wenn ich nicht die Chance gehabt hätte, an der Helmut-Schmidt-Universität studieren zu dürfen. Von daher einen ganz, ganz großen Glückwunsch und vor allem ein herzliches Dank an all diejenigen, die das möglich gemacht haben. Die Helmut-Schmidt-Universität ist wirklich ein Schatz für Hamburg und ich hoffe, nicht nur die nächsten 40 Jahre und die nächsten 100 Jahre. Hamburg kann und will auf diese Universität nicht verzichten. Als ehemaliger Absolvent, damals noch der Bundeswehrhochschule hier in Hamburg, Jahrgang 76, WOW, kann ich nur sagen, ganz toll, wie sich die damalige Hochschule und heute Helmut-Schmidt-Universität entwickelt hat. Als Truppenführer heute, als stellvertretender Inspekteur der Luftwaffe, kann ich nur sagen, das, was wir von den Hochschulen bekommen, sowohl aus München als auch aus Hamburg, ist hervorragend, sowohl was die fachliche Qualifikation angeht, aber auch was die Fähigkeiten angeht, die so den Bereich interdisziplinäre Ansätze über den Fachbereich hinaus Wissen mit einbringen. Ganz hervorragend, weil wir es in der Bundeswehr wirklich nutzen und umsetzen können. Ich bin der HSU seit langem verbunden, freue mich immer wieder, wenn ich da bin, staune über die Leistungen. Es ist eine überschaubare Größe und die Vielfalt, die die HSU bietet, ist beeindruckend. Also weiter so, souverän, unabhängig, mit einem klaren Verstand. Ja, ich selbst gehörte zum dritten Studentenjahrgang, habe 1975 angefangen, WOW zu studieren, 1978 dort diplomiert. Und ich freue mich sehr, dass die HSU dort steht, wo sie heute ist. Das war damals spürbar, aber noch nicht so absehbar. Und es ist eine richtige Erfolgsgeschichte geworden. Dafür mein ganz herzlichen Glückwunsch. Für die Zukunft denke ich, dass es auf dem Weg weitergehen sollte, dass wir uns aber auch weiter öffnen müssen, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir international noch mehr gesehen werden, dass unsere Forschung auch noch breiter aufgestellt wird und auch international sichtbarer wird. Und ich wünsche mir auch, dass wir vielleicht noch stärker zwischen dem akademischen Bereich und dem militärischen Bereich die Zusammenarbeit verstärken können. Gerade in dem Bereich, in dem ich auch tätig bin, das ist die Arbeits- und Organisationspsychologie, bietet sich das durchaus an. Und darauf freue ich mich in den nächsten Jahren. Ich beglückwünsche die HSU ganz herzlich zu ihrem 40. Geburtstag. Ich wünsche mir, dass die Kooperationen zwischen Truppenoffizieren und Sanitätsoffizieren weiter intensiviert wird, wie wir es heute auch gerade bei dieser Veranstaltung erfahren haben, dass das Thema der psychologischen Ausbildung, das ja auch im Bereich der Betreuung unserer einsatzversehrten Soldaten zukünftig sicherlich eine größere Rolle spielen wird als früher, dass es hier immer mehr Schnittmengen gibt zwischen den Sanitätsoffizieren, die an zivilen Universitäten studieren, und den Truppenoffizieren, die bei Ihnen an der HSU studieren. Ich möchte nur sagen, ich freue mich ungemein, dass diese Idee, die vor 40 Jahren oder sogar länger noch entstanden ist,
so gut angekommen ist, wie das heute der Fall ist. Wir haben eine Bildungseinrichtung in der Bundeswehr, die sich weltweit sehen lassen kann. Und die Offiziere, die diese Bildungseinrichtung verlassen, sind die besten auf der Welt. Dieses ist ein enormer Beitrag, den die Bundeswehr-Universität dazu leistet, dass wir unsere Aufgaben erfüllen können in der Bundeswehr. Dafür beglückwünsche ich Sie.